Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja, neuer Real-Life-Tag, neue Aufnahmesession, 11.10 Uhr morgens, Freitag. Schau mal eben. 33 Spieler aktuell. Ja, ich war gerade schon mal eine Stunde drauf, hab ein bisschen gefarmt hier. Die Steine mal weggemacht, ein bisschen Holz. 4 Öfen rennen. Ich habe schon ein bisschen Moon gequäftet. Ja. Ansonsten, ich war in der Höhle drin, wo wir jetzt auch gleich mal reingehen werden nochmal. Weil da ist ein ganz cooler Bauplatz eigentlich. Höhle ist jetzt eigentlich nicht meins. Ja. Aber die Butze ist natürlich hier alles andere als safe. Und die Butze, die ich eigentlich bauen will, ja, da kannst du locker 40.000 Stein, wenn nicht 50.000, rechnen. Und ich habe hier gerade einmal alles abgegrast, hier das Feld, auf der anderen Seite das Feld. Steintechnisch. Höhle halt, wie gesagt, war ich auch drin wegen Steine. Ja, Menge Sulfursteine halt. Menge Sulfur habe ich geholt. 3000 oder was. Und deswegen ist mein Gedanke einfach, ich brauche erstmal ein bisschen Holz, sich da unten vielleicht noch reinzubauen. Ich zeige euch den Bauplatz gleich mal. Und ich muss da ein bisschen ausprobieren, deswegen muss ich mal ein bisschen Holz mitnehmen. Ja, und ansonsten würde ich dann hier oben halt, ne? Also auch auf dem Feld hier ruhig. Das ist ganz gut, vielleicht zwischen den Felsen, also jetzt nicht da in die Felsen, sondern zwischen den beiden Felsen oder sowas. Oder halt ruhig einfach mitten drauf dann hier Arsch lecken. Das ist der Plan. Sollte ich hier irgendwie länger spielen? Kann ich euch noch nicht sagen. Ich werde heute jetzt hier noch ein bisschen Gas geben. Wie gesagt, wir gucken jetzt mal in der Höhle da, wie man es denn da machen könnte. Ich weiß, ist nicht optimal. Habe ich eigentlich auch wenig Bock drauf. Weil ich habe gerade schon wieder hier gesehen, hier Gruppe, da Gruppe und naja. Man gesehen habe ich jetzt auch keinen, aber Chat halt, was man so liest. Aber jetzt habe ich auch noch nichts Fettes gelesen, hört sich alles auch noch 2er, 3er an oder was. Das ist in Ordnung. Nichtsdestotrotz ist natürlich oben die Butze, wie gesagt, 3 Türen. Oder halt eine Wand, eine Tür. Und ich kann da halt nichts mehr groß erweitern. Habe ich ja extra so gemacht, sonst komme ich wieder in eine Versuchung, da wieder noch irgendwie weiter auszubauen. Was auch sinnfrei ist. Der Höhle hat natürlich Vor- und Nachteile. Ist genauso, als wenn ich hier in so ein Felsenhaus. Der Vorteil ist auch gleichzeitig der Nachteil. Die Leute müssen halt durch die Türen kommen. Zumindest am Anfang. Ist Vor- und Nachteil zugleich. Weil der Weg ist nochmal vorgegeben. Ja, ich nehme noch den Baum, vielleicht noch einen, dann ist gut. Ich habe extra jetzt nicht irgendwie SMG mitgenommen oder halbautomatisch oder was. Weil eigentlich wollte ich nur mal kurz drauf, wollte so ein Stündchen, zwei, ein bisschen farmen mit Mucke drauf für Ohren. Weil dann war ich halt mal in der Höhle drinnen. Und wie gesagt, oben das Dingen. Ja, es ist halt safe, weil es nicht einsehbar ist. Oder nicht gut, man muss schon da oben langlaufen.
Aber zwei, drei sind da ja auch schon lang gelaufen. Die wissen also, dass wir da eine Butze stehen haben. Und wie gesagt, der Server wird heute hier richtig noch steil gehen, bin ich mir sicher. Und dann ist meine Ding da, wenn die das da erspähen, natürlich sofort WC Nummer 1. So ein kleines Ding. Könnte mir in der Höhle natürlich auch passieren. Oh Mann, ey. Ja, also Airdrops hier rings um uns herum quasi, ne? So wie wir halt auch die POIs hier sind. Also von der Lage her ist das hier optimal. Du hast zu allen schnellen Zugriff. Habt ihr gesehen, zur Straße, zack, Loot. Da wirft dann eine Raketenbasis ab. Gut, ignorieren wir jetzt erstmal. Also darum geht es mir jetzt gerade nicht. Ach, jetzt habe ich keinen Kerzenhut mit. Hoffentlich ist hier einer drin. Schwein gehabt. Gut. Ja, Höhle ist aufgebaut wie das Ding, wo wir letztes Mal waren. Ich habe es noch nicht ganz erkundet. Hier seht ihr halt. Guck mal, ob da schon mal eine Kiste ist. Ja. Das Gespringe-Gedöns, was ich jetzt nicht machen werde. Ja, wie gesagt, dann hätten wir halt oben die kleine Butze, hätten hier unten erstmal eine kleine Butze und dann, je nachdem wie lange die Geschichte hier gehen soll, können wir halt oben loslegen. Mit was Größerem. Also zwei Aufzüge hat das Ding. Gut, hier kommen wir lang. Ich wollte aber jetzt nochmal hier. Ja, die ist genauso aufgebaut wie die Höhle, wo wir letztes Mal drin waren. 1 zu 1 Kopie quasi von der Laufwege her. Ja, das sind wir auch wieder bei so einem Ding. Das ist aber noch ein anderes, als wo ich vorhin war. Ne, ist dasselbe. Ja, das kennen wir natürlich schon. Ich würde da ganz gern noch den zweiten Aufzug finden. So, das kennen wir ja schon. Nicht aus der letzten, aus der 5, Staffel 5, glaube ich, ne? Ja, einmal hier. Der ist ja auch schon mega fett hier, der Bauplatz, oder? Guck euch das mal an. Guck mal, und hier ist ja schön so eine Einhöhlung. Geht gar nicht, ey. Ja, Hammer. Hammer. Kann ich nichts mehr, kann ich nicht zu sagen. Hier ist dann der Aufzug. So. Hier geht es jetzt halt zu dem anderen Bauplatz, der da ist, wo das Springgedöns ist. Machen wir quasi einmal drumrum. Hier. Ja, die seht ihr, kannst du dich auch austoben, ne? Bautechnisch. Guckt euch das mal bitte an, ey. Hier bist du natürlich ein bisschen eingeschränkt. Ja, da kriegst du aber zwei nebeneinander. Tja. Hammer, ne? Ja, ich würde sonst erstmal vier Türen halt einfach hinsetzen.
Ach du Scheiße, was soll man das denn? Guck mal, du kannst ein bisschen da reinbauen. Es ist doch Hammer hier, der Bauplatz. Sie einen Tacken höher bauen. Da nicht die Drecksau. Gut, ist ja auch nicht wichtig. Die können ja nicht drankommen von da. Aber die Dreiecke würde ich sogar hinkriegen. Schade, ne? Das wäre zu geil gewesen. Ja, aber guck ich das bitte an, ey. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Hier kriegen wir auch noch 2 hin. Hier vorhin auch bauen. Ja gut, aber hier können wir doch bestimmt auch so Kisten hinstellen, ne? Könntest du hier nochmal einen Ausgang machen? Oder auch so ein... Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Wir natürlich auch machen, ne? Also schon mal 1, 2, 3 Türen. Ich guck mal. Na, hast du gerade angezeigt gehabt. Oh, Buggy Buggy. Problem ist, ich komme nicht durch, wenn ich da eine Tür hinsetze. Guck mal, selbst da können sie noch eine Tür hinmachen mit einer Kiste hinter oder Öfen oder sowas. Ja, Hammer, Leute. Einfach nur Hammer. Und ihr seht, hier kommen wir natürlich eine Ecke höher. Bei den beiden Foundations. Ich werde das hier auf jeden Fall nochmal umgestalten. Ich habe mir auch überlegt,
wirklich nur von einer Seite den Eingang zu machen. Problem ist, der Aufzug ist da, ne? Bin nicht so der Springer, also ich würde schon den anderen Weg gehen, den wir gerade gegangen sind. Ich wollte gerade sagen, lass mich den bloß setzen jetzt, ey. Geht den auch noch irgendwie rein? Gebackt hier? Nee, aber. Schade. Ja, perfekt, ey. Komm, mach ihn. Komm. Sei brav. Gut, ist jetzt nicht so wild, weil von da können sie eh nicht kommen. Da gibt es halt hier eine Tür, da sind schon drei Türen. Und dann haben wir hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Türen und dann sind sie erstmal hier. In dem Ding drin. Also mega, mega. Ja, da kommen wir durch auf jeden Fall überall. Gut, vielleicht müsste ich das hier auch nochmal umbauen. Also hier auch die Vierer weg. Dann hätten wir quasi hier einen Kern. Ja, das wäre unser Kern hier. 1, 2, 3, 4, 5 lang. Und das Schöne ist, wir könnten dann von hier hinten, was der letzte Punkt ist, in den zweiten Stock und dann rüber und dann hier noch in den dritten Stock, wo du von hier dann gar nicht hinkommen würdest. Und auch gar nicht ersehen könntest. Ja, wenn ich das jetzt hier so sehe, ist aber allein, haben wir noch genug Holz, ja. Ist aber allein das schon ein Riesenbauprojekt. Also dann ist nichts mehr mit oben bauen. Dieselbe Scheiße wie drüben, aber hier kriechen rein. Ihr seht auch hier 1, 2, 3, 4, 5 Türen. Und ich könnte sogar die Foundations hier noch alle wieder abreißen. Die 3x3. Und könnte hier unsere Standardbase reinsetzen. Also ganz unabhängig von den Dingern, die wir jetzt hier gebaut haben. Die würde ich natürlich an beiden Seiten lassen. Vielleicht kriegen wir den hier echt noch reingepackt. Oder ich nehme den nochmal weg hier. Du hast nicht gerade einmal angezeigt? Schade. Der wird auch einmal gerade kurz mich verarschen. Einen Dicken kriege ich da hin oder was? Nein. Da muss der andere Ort da hingehen. Kann nicht sein, dass ich da einen Fetten dran gebe.
Ja gut, komm. Dann back ihn dann ran. Scheiß drauf. Ja, ihr seht, ne? Also Möglichkeiten hast du hier genug. Ich hab doch sogar. Brauche ich doch gar nicht hoch, ey. Kann ich doch direkt hier schon mal einen Bauschrank setzen. Na, guck mal, das ist 3x3, genau. Und hier haben wir natürlich noch einen kleinen. Ich überlege gerade, 3x3 sollte für unsere Dingenspace reichen. Ich reiße nochmal ab hier. Weil so bist du natürlich gebunden hier. An diese 3x3 Geschichte. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Juti, juti, juti. Ja, Hammer haben sie also die Höhlen auch schon wieder anders gemacht. Ach, warum nicht? Junge. Nicht die richtige Höhe hat, oder was? War das? Ja, das schlimmste Szenario wäre, wenn jetzt einer kommt und uns killt, den Bauschrank hier setzt.
Was jetzt? Wegen dem Holzpfeil hier oder was? Problem ist, kriege ich hier auch nichts mehr dran, ne? Da ja. Ja, wird uns nichts bringen, das so reinzusetzen. Aber ich müsste auf jeden Fall hier noch ein Dreieck dran kriegen, damit es 1, 2. Nee. Fahren wir mit den Vierer Foundations besser. Allein türentechnisch. Und natürlich auf jeden Fall platztechnisch. So, da ich jetzt nicht mehr ganz so viel Holz habe. Ich erstmal eine Seite. Perfekt für den Bauschrank hier die Ecke. Kein Holz mehr, wa? So ein Dreckscheiß, ey. Der ist super ärgerlich, ey. Weiß aber nicht, ob wir hier vielleicht noch ein Versteck sogar hinkriegen. Gut, nützt alle nix. Axel ist auch im Arsch, ich muss also erstmal nach Hause. Aber ihr seht raus, der Weg ist natürlich hier easy peasy, ne? Ja, wir sind so einen riesen Bauplatz da unten, also. Klar, du kannst dich ewig hochbauen. Du musst halt ein paar, wenn du ein paar Amore-Türen hast, dann wird's halt schon teuer für die Leute. Schön ist, der Ausgang ist auch hier auf diese Richtung. Ja, eigentlich wollte ich nicht mehr Höhle. Aber so ein geiler Bauplatz da unten. Also ihr habt es gesehen, wir haben da eine 3x3 Vierer Foundation. Und haben außen schon so, dass er durch 5 Türen müssen, also. Und dann sind sie an der Foundation. Wenn das jetzt hier mit dir oben vergleicht. Klar, bis wir das fertig gebaut haben, ist natürlich auch wieder Weihnachten.
Wie gesagt, da wird es nichts mehr mit oberhalb bauen. Zumindest erstmal nicht. Ist ja ein Server, der nur einmal im Monat vibet. Also. Von daher haben wir Zeit. Gut. Ich werde jetzt gleich all in gehen. Sind's alle nichts. Gut, Leute, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Gehen jetzt gleich in die Höhle. Ich nehme schon mal alle Ressourcen daneben mit. Und nehme noch schon mal Türen mit. Zumindest eine Tür haben wir. Die machen wir noch voll. Acht Pfeile. Der Bogen lasse ich jetzt mal hier. Ich nehme mal eine halbautomatische mit. So, die Pumpe auch mal hier, wo ich natürlich in der Höhle besser wäre. Na komm. Kann auch gleich weg, ey. Die eigentlich auch hier, komm. So. Ja gut, Leute, ich packe ein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.